Zunächst danke ich Ihnen im Namen des Orchesters, im Namen unserer Hörer, dass Sie es trotz der Schwierigkeiten möglich machten, zu uns zu kommen. Ein paar Fragen, die mit Ihrem Kommen zusammenhängen und immer wieder an mich gestellt wurden. Zum Beispiel, wie schafft es dieser Mann bei seiner vielen Arbeit, man liest in den Zeitungen, er ist heute hier, er ist morgen dort, dass er noch ausgewachsene Sinfonien schreibt? Mit meiner Arbeit ist es nicht so schlimm, als es aussieht. Es sind immer wieder längere Pausen und ich habe von jeher, bevor ich anfing, Dirigent zu werden, komponiert und habe das weiter, besonders im Sommer, weiter so durchgehalten. Diese Symphonie, die ich heute aufführe, entstand in der Zeit nach dem Kriege, wo ich 2 Jahre überhaupt stillgelegt war als Dirigent. Sie sagten, Sie haben schon früher komponiert. War Ihre Laufbahn, oder ich will so fragen, haben Sie, bevor Sie dirigierten, viel komponiert? Ja. Oder sind Sie durch das Dirigieren? Ich habe angefangen als Komponist und bin nur zufällig eigentlich, weil sich zeigte, dass ich Talent hatte und weil die Gelegenheiten sich boten, Dirigent geworden. Aber Sie komponieren gern. Und darf ich fragen, können wir noch was erwarten von Ihnen? Arbeiten Sie wieder etwas? Ich habe eine Menge Werke noch in Arbeit. Die noch nicht aufgeführt sind? Die noch nicht aufgeführt sind. Eine andere... Ist da... Ja, bitte? Naja. Eine andere Frage, die ein bisschen, vielleicht darf ich sagen, so von den Experten gestellt wird, lautet... Ist es nicht sehr schwierig, beides zu verbinden, zu dirigieren und zu komponieren, zumal Sie ein sehr großes Repertoire haben und das Gut unserer großen Klassiker Beethoven, Mozart, Bruckner und so weiter verwalten? Ist es da nicht schwierig, neue Einfälle zu Papier zu bringen? Sie verstehen, was ich damit sagen will. Ja, ich verstehe sehr wohl. Da ist nur zu sagen, dass Dirigieren fremder Werke und Komponieren eine völlig verschiedene Tätigkeit ist. Etwas, was gar nichts miteinander zu tun hat. Das Komponieren ist eine Sache, die rein aus der Situation der Gegenwart geschehen kann, wenn sie überhaupt einen Sinn haben soll. Während alle vergangene Kunst hat ihre eigenen Gesetze in ihrer Zeit gehabt. Das Dirigieren ist eine Sache der Einfühlung. Das Komponieren ist eben doch eine schöpferische Angelegenheit. Und infolgedessen tun auch diese beiden Tätigkeiten niemals in Kollision kommen. Ich kann nicht für meine Kompositionen Erfahrungen verwerten, die ich als Kapellmeister gemacht habe. Im Gegenteil scheint es mir aber ein großer Vorteil, wenn ein Komponist auch als praktischer Musiker tätig ist, so wie es ja tatsächlich früher die großen Musiker alle waren. Erst in letzter Zeit ist die, mir fehlt das Wort, die Spezialisierung so weit gekommen, dass der Komponist also nur da sitzt und Partituren schreibt und der Kapellmeister schief angesehen wird, wenn er auch komponiert, nicht wahr? Natürlich gibt es eine Reihe von Musikern, denen das flott von der Hand geht, das wieder zu komponieren, was andere vor ihnen komponiert haben. Das ist eine Sache für sich, für die ich aber glaube, kein Interesse aufbringen zu können. Sie brauchen aber, um zu arbeiten, ich will so fragen, wenn Sie schreiben, wenn Sie schöpferisch schaffen, brauchen Sie wahrscheinlich immer die Ruhe der Sommermonate, doch, wo Sie von dem Dirigieren bewahrt sind. Absolut, ich brauche Ruhe, ich brauche sehr viel Ruhe und sehr viel Stille. Wie überhaupt, die schöpferische Tätigkeit ist nur möglich
aus der Stille heraus, niemals aus einer Tätigkeit in der Öffentlichkeit. Er hat mit der öffentlichen Tätigkeit unmittelbar gar nichts zu tun. Und Sie brauchen also doch dann immer wieder ein klein wenig Abstand von Ihrer Dirigiertätigkeit, die Sie so durch die Lande bringt. Da brauchen Sie doch, es muss immer wieder eine Zäsur da sein, die Sie dann Ihrem eigenen Schaffen hinführt. Ja, so möchte ich es nicht sagen. Von der Dirigiertätigkeit brauche ich nicht viel Abstand. Die ist sozusagen mein täglicher Brotberuf. Und da kenne ich eine Reihe Werke und habe allmählich die Übung, mich in die hineinzuversetzen. Das ist eine praktische Tätigkeit. Aber für das Schöpferische braucht man eben Zeit. Jetzt gestatten Sie mir noch eine Frage, die gerade die Leute vom Orchester auch immer sehr interessiert. Sie dirigieren so viele Orchester, auch immer verschiedene Orchester, fremde Orchester in anderen Ländern. Ist das auch für Sie eine große Umstellung oder hat das nicht so viel zu sagen? Nach meinen Erfahrungen ist die Verbindung zwischen Dirigent und Orchester, wenn sie auf einer gesunden, natürlichen Dirigiertechnik basiert und auf gesunden, natürlichen Intentionen seitens des Dirigenten, wenn er also nicht etwa unmusikalische Dinge verlangt, überall mit Leichtigkeit herzustellen. Ich habe niemals Schwierigkeiten gehabt, bei keinem Orchester, weder in Italien noch in England noch jetzt in Südamerika. Es ist überall dasselbe. Es gibt nur manchmal einige Orchester, die sind mehr verschlampt, ja, andere, die sind weniger verschlampt. Jedenfalls hier bei Ihrem Orchester darf ich mit Freude sagen, dass ich bis jetzt unberufen einen sehr guten und angenehmen Eindruck habe. Das macht mir viel Freude.